Hallo, ich bin Florian und das sind Essens Straßen. Heute geht es mal weniger um Straßen als mehr um Plätze. Bei der Größe der Plätze habe ich die Straßen nicht eingerechnet, außer sie sind verkehrsberuhigt. Es gibt rund 130 Plätze in Essen. Dabei haben fast 40% der Stadtteile überhaupt gar keinen Platz, also zumindest keinen, der benannt ist. Im Durchschnitt ist ein Platz ungefähr 2.000 bis 3.000 Quadratmeter groß, wie zum Beispiel der Limbecker Platz oder der Berliner Platz. Und jetzt kommen wir zu den 5 größten Plätzen in Essen. Auf Platz Nummer 5 ist der Kurfürstenplatz im Südostviertel mit 8.300 Quadratmetern. Der Kurfürstenplatz ist 1895 benannt nach der Kurfürstenstraße. In der Nähe übrigens das über 100 Jahre alte Viktoria-Gymnasium. Der Kurfürstenplatz ist etwa 1.000 Quadratmeter größer als der Kennedyplatz im Stadtkern. Dabei ist das der Platz, der Kennedyplatz, auf dem traditionell zum Beispiel der Weihnachtsmarkt durchgeführt wird. Apropos Stadtkern. Stadtkern ist der Stadtteil mit den meisten Plätzen pro Stadtteil, und zwar 19 Stück. Im gesamten Stadtbezirk 1, das sind alle Stadtteile der Innenstadt zusammen, sind es 41 Plätze und das hier ist der größte von den Plätzen. Und damit kommen wir zu Platz Nummer 4, der größten Plätze in Essen. Für den 4. Platz müssen wir nach Werden. Mit 9.100 Quadratmetern ist das zumindest ein respektabler Parkplatz. Und der heißt seit 1999 Platz Werdener Feintuchwerke. Es ist vielleicht der größte Parkplatz in Werden, aber es ist mit Sicherheit der längste Name eines Platzes in ganz Essen. Der Platz ist 1999 benannt worden und damit weder der einzige Parkplatz auf unserer Liste, noch der jüngste. Übrigens lange Straßennamen. Falls ihr den kürzesten Straßennamen sucht, sucht mal nach Endstraße. Und damit kommen wir zum Platz Nummer 3, der größten Plätze in Essen. Einen weiteren Parkplatz. Wir sind hier am Messeplatz in Essen und das ist der drittgrößte Platz mit 9.400 Quadratmetern. Das sind 300 Quadratmeter mehr als der 4. Platz in Werden. Was soll man sonst sagen? Es ist ein Parkplatz, da ist die Messe, wir sind in Rüttenscheid. Und damit kommen wir zu Platz Nummer 2, der größten Plätze in Essen. Auf Platz 2 der größten Plätze in Essen ist der Elsa-Brennström-Platz. Der befindet sich zwischen der Elsa-Brennström-Straße, der Ruhrallee und der Autobahn A52. Ganz recht, zwischen Autobahn und Hauptverkehrsstraße passt immer noch einer der größten und grünsten Plätze in Essen. Und mit 9.800 Quadratmetern hat sich der Platz den zweiten Platz richtig verdient. Das ist übrigens so groß wie die 20 kleinsten Plätze in Essen zusammen. Kleinsten Plätze in Essen, da könnte man noch was draus machen. Egal, bevor es die Autobahn gab, war der Platz übrigens 25.000 Quadratmeter groß, mehr als doppelt so groß wie heute und damit wäre er aktuell jetzt Essens größter Platz. Aber bevor wir zu Platz Nummer 1 der größten Plätze in Essen kommen, noch eine ehrenvolle Erwähnung. Der Platz hätte es nämlich fast auf den ersten Platz geschafft. Und zwar der Helmut-Rahn-Platz. 2018 wurde der Platz nach dem Essener Fußballspieler Helmut Rahn benannt, der 1954 in der Fußballweltmeisterschaft legendär wurde. 6 Minuten noch.
Bankdorfstadion in Bern. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! 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 Wäre der gesamte Parkplatz vor dem Stadion der Helmut-Rahn-Platz, wäre das jetzt der größte Platz in Essen. Tatsächlich ist allerdings nur ein kleiner Teil vor dem Stadion, wo die Statue steht, der Helmut-Rahn-Platz. Das sind ungefähr 1600 Quadratmeter und damit fällt der Platz ins untere Mittelfeld in der Liste. Und damit kommen wir zu Platz 1, der größten Plätze in Essen. Wir sind in Rüttenscheid, wir sind in Altendorf und das ist der Aumannplatz und das ist der Jahnplatz. Auf dem Platz Nummer 1 der größten Plätze in Essen sind tatsächlich zwei Plätze. Beide unglaublich groß mit 24.000 Quadratmetern, beide unglaublich grün. Der Jahnplatz ist benannt nach Friedrich Ludwig Jahn, auch bekannt als Turnvater Jahn. Der Haumannplatz ist benannt nach dem Haumannhof, der bereits 1477 urkundlich erwähnt wurde. Die Haumannwiese wird als Naherholungsgebiet genutzt. Hier kann man spielen, grillen, sich entspannen. Unglücklicherweise ist der Jahnplatz gerade in einer Umbauphase, weil hier die Renaturierung der Emscher und ihrer Zuflüsse umgesetzt wird. Dennoch, Haumannplatz und Jahnplatz sind mit jeweils 24.000 Quadratmetern die größten Plätze von Essen. Das ist fast so groß wie das Einkaufszentrum Limbecker Platz am Berliner Platz oder das Rot-Weiß-Essen-Stadion. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen oder abonniert meinen Kanal und verfolgt mich auf Essens Straßen. Ansonsten, wenn es euch nicht gefallen hat, legt es in die Kommentare. Übrigens, im angepinnten Kommentar könnt ihr dann auch Korrekturen von mir lesen, weil möglicherweise habe ich mich ja auch bei der Berechnung irgendwo vertan. Es gibt noch einen größeren Platz. Es gibt auf jeden Fall größere Parks, wenn man sich den Gruger Park anguckt. Würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Ich bin Florian und ihr seid super. Machen wir das nochmal.